Der Morgen auf dem Campingplatz in der Nähe der Ortschaft Strü. Und schon wieder ein Fjord voller magischem Licht. Gerade die frühen Morgenstunden haben eine ganz besondere Ausstrahlung. Wir packen unser Zelt und Campingsachen zusammen, genießen noch die Morgensonne beim Frühstück und brechen auf zu unserer Tour weiter Richtung Süden. Nur eins hat gefehlt, ein 5 oder 10 norwegische Kronenstück, um heiß zu duschen. Aber wir werden es überleben. Heute folgen wir der E39 Richtung Süden. Für heute haben wir knapp 400 Kilometer auf dem Zettel bis zur Ortschaft Bergen. Dabei werden wir ein relativ hohes Gebirge überqueren müssen und den Fjord Sognefjorden. Wenn alles klappt wie geplant, so verrät uns Google, werden wir 5,5 Stunden reine Fahrzeit haben. Wir werden natürlich mit unseren Pausen und langsam fahren, weil wir die Gegend angucken müssen, und Fotostops deutlich länger gebrauchen. Auch ist natürlich eine Fährüberquerung dort mit drin. Die Ortseinfahrt von Bergen verspricht auch viel Spektakuläres. Wir sind gespannt, ob die Versprechen von der Gegend eingehalten werden. Aber so, wie wir Norwegen kennengelernt haben, wird diese Einfahrt uns wieder überzeugen und wir werden total begeistert sein. Dann können wir abends in Bergen ein wunderschönes Bier trinken gehen. Da freue ich mich schon jetzt. Nun geht es los. Frisch gestärkt mit ordentlich Frühstück im Bauch können wir starten. Ein kleiner Tipp zwischendurch: Wie haben wir uns denn essenstechnisch auf unseren Trip durch Norwegen vorbereitet? Speziell fürs Frühstück hatten wir Schwarzbrot in Dosen, es soll ja auch ein bisschen vorhalten, Butter, Heringfilets und natürlich Salami. Ganz besonders ist hier hervorzuheben die selbstgemachte Marmelade von der Schwiegermutter. Für den Abend waren mir die herzhaften Dinge. Da hatten wir ein paar Suppen in Dosen zum Aufkochen oder in diesen grünen Packungen von Knorr, diese Nudelgerichte, einfach klasse. Natürlich gibt es auch immer etwas Günstigeres, aber man braucht ja nicht alles. Und natürlich die Würze nicht zu vergessen und den kleinen Snack als Nervennahrung hinterher. Gleich am Morgen sind wir auf der Sonnenseite des Fjordes. Das ist natürlich wunderschön hier zu fahren. Die Lichtspiegelung im Fjord, die Berge, das Licht am Himmel, einfach fantastisch. Hier kommen wir an der Ortschaft Utvik vorbei. Danach geht das straff eine Serpentinstraße auf den Pass hinauf, wo wir ein paar Fotos schießen. Wir können uns hier einfach nicht satt sehen an dem, was uns geboten wird.
fahren wir durch den Ort Stün. Wir sind die ganze Zeit am Fluss runtergefahren, der von unserem See wegging, an dem wir gezeltet haben. Hier ist ganz schön belebt. Bin ich völlig überrascht, dass dieser Ort so groß ist und so viel Leben in sich birgt. Seit langem mal wieder ein bisschen Stau gehabt hier. Jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg bergrunter. Der Ausblick ist wieder absolut irre, ja. Und guckt ihr, das sind doch echte Helden mit dem Fahrrad. Guckt sich das eine an, wie das da unten aussieht. Alter. Zwischen den beiden Orten Fassenden und Broland machen wir eine Pause. Wir befinden uns hier mitten in einem Norweger Skigebiet. Im Spa Jolsterholm Café werden wir uns aufwärmen und schön einen Kaffee bekommen und eine Kleinigkeit zum Essen. Dort treffen wir noch weitere Motorradgruppen, die auf Tour sind. Man tauscht sich kurz aus und dann fährt jeder wieder seine Wege. Nach dem Kaffee frisch gestärkt geht es wieder auf in die Berge. Die Landschaft und die Lichter, die Atmosphäre sind einfach klasse. Der Verkehr ist gering, hier kannst du richtig geil mit der Karre rumcruisen. Das könnte stundenlang so weitergehen. Allerdings nicht mehr lange dauern, dann kommen wir zu unserer nächsten Fähre. Die Fähre bringt uns über den Sognefjord zur Ortschaft Ytre Oppedal. Im Anschluss an die Fährfahrt kommen wir durch einen Bereich, wo wir extrem viele Tunnel gehabt haben. Das war echt irre. Wir kamen kaum aus dem Tunnel raus, schon waren wir wieder einem verschwunden. Du konntest kaum mal irgendwie sehen, wie das Licht draußen ist. Aber das haben wir überstanden. Jetzt haben wir nicht mehr weit, unser Tagesziel zu erreichen. Kurz vor Matre gibt es noch eine ordentliche Mittagspause. Der restaurantähnliche Imbiss oder was auch immer das sein sollte, war mit seinem Zelt sehr provisorisch eingerichtet. Nachdem wir die Servicekraft gesehen haben, waren wir eigentlich schon satt. Aber die Bratkartoffeln mit zwei Spiegeleier drauf, die haben alles wieder rausgerissen. Jetzt haben wir schön gegessen, wieder herrlichen Ausblick und die nächsten Tunnel. Jetzt haben wir noch 87 Kilometer bis nach Bergen. Das werden wir locker schaffen. Ey, der Tunnel ist ja richtig beleuchtet hier. Seit langem den ersten Tunnel, wo wir was sehen können. Da werden wir dann nochmal einen Kaffee trinken und dann tanken und dann auch zack die Punkte schon in den Bergen. Wie wir dann weitermachen, das werden wir anhand Lust, Laune, Wetterprognose und so weiter und so fort
entscheiden. Ach, was ein Ausblick. Aber diese Tunnelausfahrten sind ja mal spannend, ne? Immer wieder spannend. Tunnelausfahrten gibt es jede Menge. Und auch hier sind die Norweger wieder fleißig. Eine kleine Baustelle, aber das geht immer relativ schnell weiter. Kurz hinter der Baustelle müssen wir ran an die Tanke. Die Tankstelle befindet sich in der Ortschaft Breistein. So, hier nimmt jetzt auch insgesamt der Verkehr wieder deutlich zu. So, das ist die Hagelsundbrücke. Gehen wir mal davon aus, dass unter uns jetzt der Hagelsund ist. Ah, schon nicht schlecht, ja. Oh, sehr schön. Die letzten Kilometer vor Bergen sind geprägt durch unendlich viele Brücken. Also wie gesagt, eine wahnsinnig interessante Ortseinfahrt. Auch durch den Ort geht eine Stadtautobahn. Obwohl das auch schon urig aussieht, wenn man hier auf Bergen zufährt, an der Küstenstraße lang. Da kleben die ganzen Häuser auch an den Fassaden der Berge hier. Und die Kollegen gibt es überall, wo es steht. Das sieht doch auch cool aus hier. So, jetzt sind wir durch ein irre langen Tunnel durchgefahren und kommen jeden Moment raus und dann sind wir schon mitten in der Stadt Bergen. Und dann sind es auch nur noch schlappe 2 Kilometer zu unserem Hostel. Der Lärm hier im Tunnel ist scheißen hoch. Alter, Alter, Alter. Geht schon mal Richtung Zentrum, das hört sich schon mal gut an. Und hier irgendwie im Kreis um Pudding fahren. Was siehst du, das klappt auch wunderbar. Bei solcher Tour und solchen Einfahrten zeichnet sich das aus, wenn man einen wirklich routinierten Rot-Captain voran hat, der sich mit der Tour auch nicht vertraut gemacht hat. Und dann sind wir auch gleich da. Recording. Ja, jetzt tüdeln wir hier so mitten in Bergen rum. Müssen wir auch erstmal irgendwie mit klarkommen. Mit Busspuren, Taxenspuren, Autofahrer, Fußgänger. Die gibt es ja auch noch. Und nebenbei müssen wir auch noch ein bisschen hier aufs Navi gucken. Sonst verliert man irgendwann die Kontrolle hier. So, ich wäre jetzt soweit. Man kann sagen, die vielen Tage mit wenig Straßenverkehr haben uns ganz schön verwöhnt. Reserviert hatten wir uns ein Doppelzimmer im Hostel von Bergen.
Ich möchte das Hostel wirklich nicht schlecht machen, aber es war nicht unser. Wir haben uns noch kurz bei Google Maps schlau gemacht, wo wir ein Hotel buchen können und haben dieses wunderbare Hotel gefunden. Und das kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Das ist das Steens Hotel im Park Wegen 22. Gebucht haben wir das telefonisch und die Mopeds konnten wir in dem Vordergarten abstellen. So hatten wir die Möglichkeit, einiges an Gepäck auf dem Motorrad zu lassen. Danach haben wir uns auf den Weg gemacht, Bergen zu erkunden. Ich sag euch, das gibt so fantastische Stellen, leider haben wir nur wenige davon kennenlernen dürfen. Hier sind Infos über Bergen. Bergen ist eine Stadt an der Südwestküste Norwegens. Danke, Wikipedia. Die umgebende Landschaft ist von Bergen und Fjorden bestimmt, darunter der Sognefjord, dem tiefsten und längsten Fjord des Landes. Die Bilder hier zeigen das Viertel Brücken. Hier stehen bunte Holzhäuser an den alten Landungsbrücken, die einst ein Stützpunkt der mächtigen Hanse gewesen war. Direkt hier an dem alten Hanseviertel haben wir uns zum Abendessen in der Gastronomie niedergelassen. Witzig, genau gegenüber, da sehen wir Marineschiffe, die zu Gast waren, mit deutscher Flagge. Natürlich sind wir kurz rübergegangen und haben mit denen gesprochen. Die waren hier auf Manöver. Auf dem Rückweg zum Hotel sind wir kreuz und quer durch die Straßen gelaufen und haben einige skurrile Straßen entdeckt. Wir konnten für uns feststellen, Bergen ist auf jeden Fall eine Reise wert und nicht nur eine Durchreise, wie wir sie machen. Da werden wir uns in einem anderen Urlaub Zeit für nehmen. Wir gehen zurück zum Hotel und bereiten unseren morgigen Tag vor. Morgen haben wir wieder einen irre aufregenden Tag vor uns. Da gilt es, das Geheimnis eines Roulette-Chips zu lösen, den Besuch der Stadt Stavanger und dann fahren wir zum Preikestolen. Und wir fahren nicht nur hin, wir werden da auch noch hochkrabbeln. Das, was für Motorradfahrer unglaublich ist, die können eigentlich nur so weit laufen, wie das Motorrad lang ist, aber wir machen uns hier auf eine 4-Stunden-Wanderung, um oben von dem Felsplateau herunterzuwinken.